Der Vater der syrischen Familie in Stuttgart mit über 110 Straftaten gibt dem Jugendamt die Schuld daran, dass seine Kinder versaut sind. Und ich dachte mir, Mensch, es gibt also auch eine muslimische Familie Ritter. Ja, es ist schon absurd, was man da in der Bild-Zeitung lesen muss. Das selbstkriminelle Oberhaupt der Familie sagt doch tatsächlich, dass das Jugendamt schuld daran sei, dass seine Kinder so verkommen sind. Denn er sagt, die Söhne, die jetzt alle im Knast hocken, die hatte das Jugendamt in Heim untergebracht. Und das ohne Handy, aber man ließ sie dort das schlimme, böse Marihuana rauchen. Und deswegen sind sie in Schwierigkeiten gekommen. Und da muss man sagen, völlig richtig. Mit einem Handy wären seine Jungs top integriert. Denn weiß ja jeder, das deutsche Kulturhochgut Candy Crush, wenn man das spielt, ist man quasi praktisch Deutscher. Will keine Straftaten begehen und hat den ultimativen Zwang, überteuerte Preise für Süßigkeiten auszugeben. Übrigens, wer zusätzlich noch Solitär spielt, bekommt den deutschen Pass automatisch. Und ja, das stimmt wirklich. Es wird vom Jobcenter auch als sozialversicherungspflichtige Arbeit anerkannt. Übrigens ist der Vater auch selbst anerkannter Vorzeigebürger. Denn als er das letzte Mal in seine Strafakte geguckt hat, stand da nur ein bisschen was wegen schnellen Fahren. Und da muss man sagen, nee, ist nicht so. Die Strafakte sagt was anderes. Denn der Großteil seiner 12 Straftaten hat mit Gewaltdelikten und Bedrohung zu tun. Aber hey, wer weiß, vielleicht ist er da jedes Mal schnell hingefahren und schnell wieder weggefahren. Oder ist es auch die Schuld vom Jugendamt, denn die haben seine Brille verlegt. Jedenfalls erinnern mich diese Äußerung 1a an Karin Ritter. Wenn sie mal wieder behauptet hat, von den Behörden würde sie ja keine Hilfe bekommen. Und ja, wenn man da jetzt ihre eigenen Verfehlungen gegenüber den Behörden nicht so ganz mit einrechnet, dann stimmt das sogar ein bisschen. Weil wo Karin Ritter ihre Kinder noch auf Klautour geschickt hat, da hätte das Jugendamt aber auch mal einen Einbrecherkurs bezahlen können, oder? Übrigens, Vorzeigesohn der syrischen Familie ist Khalil. Der bringt es mit 17 Jahren schon auf 34 Straftaten. Sozusagen ein Raketenwissenschaftler des Verbrechens oder sagen wir besser eine Art praktischer Kriminologe. Ganz klar eine Fachkraft durch und durch. Nicht zu vergleichen mit den stümperhaften Ritters, deren größte Leistung es war, in einen Tierpark einzubrechen, um dann tatsächlicherweise Tiere zu klauen. Übrigens habe ich versucht, wie viel Straftaten insgesamt auf das Konto der Ritters gehen, hab's aber nicht rausgefunden. Wenig sind's aber nicht. So wurden zum Beispiel 2019 mal 14 Anklagen gegen 2 Rittersleute verhandelt. Körperverletzung, Alkoholfahrten, Bedrohung, Diebstahl und natürlich nicht zu vergessen die obligatorischen verfassungswidrigen Zeichen. Sozusagen das Sahnehäubchen der Rittersedelleute. Übrigens, ähnlich wie bei der syrischen Familie gab es bei den Ritters auch eine Sammelleidenschaft. Langklingiges Essbesteck, was zum Essen nicht so wirklich geeignet ist, wurde gern mal bei SternTV in die Kamera gehalten. Leider war jetzt SternTV noch nicht bei der syrischen Familie in Stuttgart. Ich meine, die haben doch sicherlich auch eine ausführliche Sammlung an Gerätschaften zu präsentieren, die uns als Zuschauer sicherlich interessieren. Okay, die haben jetzt vielleicht kein Bild von irgendeinem 33er an der Wand, aber dafür gibt's ja bei denen Allah. Denn wie die syrische Familie ja schon verkündet hat, das deutsche Gesetz interessiert sie nicht, nur der Koran und Allah sagt ihnen, was sie tun und lassen sollen. Guckt man sich dahingehend das straffällige Verhalten dieser Familie an, könnte man meinen, Allah hat was gegen Türken. Okay, ist mir jetzt neu, kann aber sein. Ich kenne mich da nicht so aus, muss ich sagen. Aber okay, wenn Allah das richtig findet, dass Frauen Straftaten begehen, ja, dann ist das so. Ich meine, wer sind wir denn schon, hier über eine andere Kultur zu richten? Vielleicht denken wir da auch einfach nur ein bisschen rückständig, das kann doch sein, oder? Ich meine, wir müssen uns auch mal an moderne Traditionen so ein bisschen anpassen. Oder sagen wir es mal so, das deutsche Kulturleitbild der Familie Ritter vom hässlichen, faulen, rechten, arbeitslosen, kriminellen Ostdeutschen, ja, da kann sich jetzt nicht jeder dran orientieren. Wir müssen da auch endlich mal in die Zukunft gucken. Ich meine, wenn wir uns diese schönen Dokus über die sogenannten arabischen Clans angucken, da ist doch alles viel fescher, viel cooler, viel stylischer. So möchte man doch heutzutage sein, oder? Sowas wie Familie Ritter ist doch altbacken und überholt.
Es braucht in Deutschland endlich mal wieder neue Vorzeigekriminelle. Und da hoffe ich doch, dass Stern-TV demnächst in Stuttgart bei der syrischen Familie auf der Matte steht, den Kohl in die Tasche steckt und sagt, komm, zeig doch mal, wie ihr wohnt. Wir sind da brennend dran interessiert. Ja, okay, jetzt wird der eine oder andere sagen, aber nee, die Ritter sind doch unersetzbar. Ich meine, trotz aller Verfehlungen waren das ja noch Dichter und Denker. Ich meine, ich erinnere an so lyrische Zitate wie »Wo sind meine Fische?« »Das siebt eine Anzeige.« Oder »Mach dich aus meiner Leitung raus, du Birne!« Ja, auf das Fernsehen wartet eine intellektuelle Durststrecke. Aber okay, wir müssen auch bedenken, dass Stern-TV sich vielleicht auch einfach nicht trauen wird, dahin zu gehen. Schon allein aus dem Grund heraus, dass sie dann vielleicht als Familie Ritter gelten könnten. Und dann müsste Stern-TV sich ja selber abfilmen. In diesem Sinne, wir sind keine Assis oder sowas.